Servus Leute, wir sind gerade in Frankfurt angekommen. Wir stehen hier kurz vor der Zeil in so einem Nebenbereich, weil wir uns dachten, zu peinlich auf der Zeil direkt irgendwie rumzufloggen. Wir sind heute auf dem 4 Elements Event, wo das älteste Tabakfass der Welt aufgemacht wird. 6 Jahre hat das gereift. Wir laufen jetzt mal zu der Shisha-Bar und gucken uns da mal ein bisschen um. So Leute, wir sind, wie im Intro schon erwähnt, heute bei 4 Elements. Hier wird heute das älteste Tabakfass aufgemacht. 6 Jahre hat der Tabak gereift in dem Fass, heute wird es aufgemacht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Als nächstes seht ihr mal die Bilder, wie wir das Fass öffnen. Dann ein paar Kopfbauaufnahmen und dann sehen wir uns beim Rauchen wieder. First time, but we'll see. In Dortmund, if some of you were there, the samples that actually you tasted, this was us trying. This wasn't the real thing. And tonight, after all of you will go home, we will give you a pre-release samples that also nobody tried yet. Our release of the actual product will be the 10th of March, but from today, we'll start taking pre-orders, so you can list this on your profile, so if anybody would be interested. We have shisha for you to taste. Each one of you will taste a shisha. We'll bring it to you from this one. And thank you for all for coming. And I hope you all like it. That's all. Thank you. So Leute, wir sind hier gerade doch mal kurz mit einem der 4 Partner von 4 Elements, daher kommt auch übrigens der Name. Und ich würde gerne noch mal kurz seinen Eindruck davon einfangen, wie er das ganze Event jetzt fand. Wir müssen das allerdings auf Englisch machen, ich weiß nicht, ob wir Subtitles runterpacken oder ich denke, viele von euch werden auch einfach Englisch verstehen, von daher. Do you think the event was a success? How did you like the 6-year-old tobacco barrel? I was worried when I was opening it, but thank God it was fine. But how it is, you should tell me.
You tasted it? Yeah, I thought it was fine. Okay. It was a little bit unfortunate that we didn't bring our own bowls and shishas. Mm-hmm. So I'm definitely looking forward to trying it at home again with my own setup. Sure. But the smell was really nice, so I hope it will taste the same way when we try it at home. But so you were worried a bit, so you didn't try the 6-year-old tobacco before? No. This was also completely new to you as well? Brand new. I was worried that I was opening the barrel and it would be rotten. Yeah. And then we lost 36 tons. 36 tons? We keep scoring for 6 years, and every month we keep away 500 kg. It's a lot of money. Okay. I was very worried, but thank God, it was fine. How did you manage to wait 6 years? Did you produce new tobacco each year? So is there right now 5-year-old tobacco? No. This is how it works. We were producing tobacco every month, and every month we were putting away 40 barrels, 10 from each place, from each element. Okay. And that's it. And every month we do the same. So the one that I opened today is actually 6 years, 1 month, and 2 days. Okay. So we stored the first one in January, and now it's been 6 years. Nice. Thank you. It's fine. So that's why there's also like a small price premium to it, right? A little bit. You had to store it for 6 years and yes. produce so much upfront. Exactly. It's more like whiskey business. Yeah. So you took the risk. It was a lot of financial risk too, but yeah, that's how it is. Also, it's not only the cost of storing it for 6 years, even the materials that's used inside, everything is different. It's not Virginia tobacco. So it was imported from Nicaragua, Brazil, Dominican Republic, and Cuba. Yeah. So that's extra cost. Yeah. Plus the excess cost that we need to pay. But yeah. And you had to run a company for over 6 years. Yes and no. I'll tell you why. Because actually our company was producing tobacco for Northern Fields, like normal Virginia tobacco. Yeah. But this was our, like we are more like into private labels. Yeah. But this one was our own and we kept it for 6 years. We were trying to make something good for the others. Um das kurz direkt auf Deutsch zu übersetzen. Also ich habe als erstes gefragt, ob er vorher schon den Tabak probiert hat oder ob es auch neu für ihn war, nach 6 Jahren den Tabak zu probieren. Er hat gesagt, er hatte auch keine Ahnung, wie der Tabak sein wird nach den 6 Jahren und hatte Angst, dass er das Fass aufmacht und es einfach direkt vergammelt ist oder so. Er wüsste auch nicht, was passiert. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, wie das war, das Ganze zu lagern, was das für Kosten sind, dass dadurch halt auch der Preis von dem Tabak überhaupt zustande kommt. Ihr müsst euch überlegen, die Firma musste 6 Jahre lang den Tabak einlagern, ohne wirklich was zu verkaufen. Natürlich hatten sie noch andere Business Strains, noch andere Aufgaben, die sie halt erledigen wollten, haben auch noch Tabak so verkauft. Aber das mit dem Shisha-Tabak war einfach ein Herzensprojekt, das nebenbei lief, was auf jeden Fall ziemlich krass ist. Und ja, yeah. How did you like the event overall? Are you pleased with how the evening turned out? I'm very happy with the tobacco being fine. That's number one. Of course. And all of you being here, I'm very... It's a big pleasure for me to have all of you here. It's a big support. Thanks for having us. You're welcome, but you guys the one that will push it away. You're the people that will let people know that this thing exists. So our tiredness and the money that we spend will not go away, all of it. So I'm very happy, I'm very pleased, and thank you for coming. Thank you for having us. It was a really nice evening. Also ich habe gefragt, wie er den Abend fand. Er ist auf jeden Fall sehr zufrieden, wie es lief. Er ist zufrieden mit dem Tabak, wie es jetzt geworden ist. Er findet es sehr, sehr schön, dass wir alle da sind. Heute sind sehr, sehr viele Leute da, die Shisha-Seiten haben, die auf Instagram unterwegs sind. Shop-Besitzer sind da, sehr, sehr viele Leute, die halt sehr, sehr tief in der ganzen Shisha-Szene drin sind. Und auf jeden Fall sehr, sehr cool. Thanks for having us. It was a very nice evening. And nice for me too. Looking forward to testing the tobacco at home. You will. Thanks. So, das Fass ist offen. Wir haben die Köpfchen gebaut, beziehungsweise gebaut bekommen. Die haben ja nur diese Silikonköpfe, wie ihr schon gesehen habt. Wir haben es auch im Samsaris probiert. Das hat aber alles nicht so geil funktioniert. Wir werden das auf jeden Fall nochmal im eigenen Setup probieren. Der Geruch war auf jeden Fall mega krass und super intensiv. Es hat irgendwie was so ein bisschen von Vic Vaporub oder so in die Richtung. Es war auf jeden Fall extrem minzig. Wie fandest du den Geruch? Also ich fand, vom Geruch her dachte ich mir so, alter Verwalter, das ist echt mega krass. Das ist auf jeden Fall
brutal minzig, so brutal frisch und so weiter. Ja, beim Rauchen selber muss ich sagen, in dem Setup, in dem das jetzt momentan läuft, war ich jetzt nicht wirklich zufrieden. Deshalb bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es zu Hause läuft, in der eigenen Pfeife, im eigenen Kopf, mit den eigenen Schläuchen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und erst dann kann ich wirklich ein finales Fazit ziehen. Ja, so geht es mir auch. Erst ein Druck von den Köpfen, die waren jetzt nicht so der Hammer. Geschmacklich am Anfang meistens ziemlich gut, aber entweder relativ schnell verbrannt oder nicht mehr so geil. Oder Abstandssetup mit einem Burley-Tabak kommt halt auch meistens nicht so gut. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann mal daheim, vielleicht im Somo-Funnel oder im Oblaco wird, wenn man da ein gescheites Setup am Start hat. Ich hoffe, das wird besser, ist auf jeden Fall vielversprechend. Wir haben auch schon den Preis erfahren, 50 Euro sollen 200 Gramm kosten. Das tut auf jeden Fall heftig weh. Aber wenn der Tabak dann so schmecken würde, wie er riecht, würde ich mir vielleicht das ein oder andere Mal doch eine Packung gönnen. Aber da kommt dann natürlich noch ein finales Review, wenn wir das wirklich mal daheim ordentlich probieren konnten. Ja, wir blenden euch noch ein paar Aufnahmen von der Bar ein und von dem Abend. Und dann hoffen wir euch, dass euch der kleine Eindruck hier von dem Four Elements Tasting gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.